Konnichiwa, Anime und Game Otakus. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Builders. Wir haben jetzt endlich diesen alten Sack hier, der alte Griesgram hier hergebracht. Er ist so ein Kräuterkundler, der uns wahrscheinlich helfen wird, neue, ja, Arten von Kräuter, Heilmittel und sonstiges zu finden und zu entdecken. Ich bin sehr gespannt. Erstmal lagere ich die Sachen hier ein, weil wir haben sehr, sehr wenig Platz. Und das müssen wir ja nicht ausreizen, indem wir hier alles voll haben. Pack erstmal alles hier rein. Was ich jetzt noch nicht so brauche. Das kann ich eigentlich auch wegpacken, die Stöcker hier. Und was hatte ich noch? Achso, diese Bohnen hier. Genau. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal zu diesem Mann hier. Eliza, wie ich höre, hast du vor, meine leidenden Seelen zu finden. Mehr leidende Seelen zu finden und sie in dieser Siedlung zu bringen, damit wir sie behandeln können. Yep. Du selbst, Ines und ich müssen alle zusammenarbeiten, um jeden einzelnen unserer Patienten gesund zu pflegen. Ines wird alles tun, was in ihrer Macht steht, damit die Patienten sich wohlfühlen. Aber du musst dich darum kümmern, die Nahrung und Arzneien herzustellen, die sie benötigen, um sich zu erholen. Okay. Was meine eigene Rolle dabei angeht, so wollte ich mit dir darüber sprechen. Ich möchte, dass du mir ein Labor einrichtest, junges Fräulein. Hätte ich so einen Raum, so könnte ich Heilungs- und Behandlungsmethoden viel effektiver erforschen und vielleicht sogar neue Arzneien erfinden. Hier, Eliza, ich habe dir einen Plan der Werkstatt gezeichnet, die ich mir vorstelle. Baue sie für mich, um Rimuldar einen weiteren Schritt auf dem Weg der Besserung voranzubringen. Okay, danke schön. Wir haben jetzt also hier einen Bauplan bekommen. Ach du Scheiße, es wird da wieder hier viel Platz werden. Der möchte also, ja, einen schönen... Schönes Labor. Da stört mich das hier aber. Nicht genug Platz. Scheiße. Ich muss mal kurz hier ein paar Löcher machen, damit ich hier das, Scheiße. Scheiße. Ich brauche noch einen. Damit wir mal kurz Platz haben, das hier hinzupacken. Nicht genug Platz? Warum nicht? Lüge! Hier ist genug Platz, guck mal. Wollt ihr mich verarschen? Da ist genug Platz. Mein Gott, was für eine Lüge hier. Ja. Ich hole mal kurz Baumaterial, weil das ist gerade ziemlich kacke. Mit den Löchern da. Nehmen wir mal die hier. Was ist mit diesem Wasserkristall? Den will ich mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen dieses Loch leider zumachen. Warte mal, wenn ich das jetzt da reinpacke, was passiert? Gar nichts. Okay. Ach, das macht... Achso. Oh, scheiße. Okay, cool. Dann können wir jetzt also Wasser herstellen. Sehr schön. Dann mache ich irgendwo anders diesen kleinen Teich. Der ist gerade nur im Weg, deswegen... Der ist einfach nur im Weg und das ist jetzt auch nicht so super. Toll. Kann ich das jetzt... Monster erscheinen in meine Siedlung? Ja, wie immer. Kann ich das jetzt... Hallo? Kann ich das wieder nehmen? Bauplan betrachten? Bauplan entfernen, ja. Wir machen den mal ein bisschen weiter hier ran. Nicht genug Platz. Hör auf zu lügen. So, wir machen das hier hin und dann könnten wir hier eigentlich so den Teilchen machen, oder? Aber zuerst packe ich mal hier wieder meine Kochstelle hin, damit ich hier überhaupt, ja, was zu essen machen kann. Oh, ganz schön groß hier, ne? Also, was er hier haben möchte. Ich mache das mal in der Nähe, in die Nähe von dem Krankenzimmer, damit... Ja, damit ich nicht so einen weiten Weg habe. Erstmal diese Mauern hier bauen, damit wir sehen. Also danach gucke ich dann, was wir hier noch alles hin machen müssen. Den Kessel müssen wir wahrscheinlich hier hin machen, den er uns gegeben hat. Also den Bauplan dafür. Ich hoffe, es ist kein Quacksalber, ne? Man weiß ja nie. Scheiße. 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 Oh
Okay, ich habe es genau dahin gebaut, wo es nicht sein sollte. Jetzt habe ich schon wieder alles kaputt gemacht. Toll. Es ist zu dunkel hier. Ich hoffe, das reicht noch. Ja, ist nicht genug Platz, wie immer. Klappe jetzt. So, wir müssen hier noch eins bauen, hier. So. Okay, doch noch nicht. Warte. Scheiße, das habe ich vergessen hier. Ich mache ja immer drei rein. So. Bauplan, mal gucken. Wir brauchen Topf, Lagerfeuer. Oh Gott. Eine Truhe und alles so ein Krams. Okay. Ah, ich will immer in den Raum gehen, wo ich zuerst die Kisten hatte. Das, ich bin noch ein bisschen durcheinander damit. Ich hab's vergessen, dass es da noch nicht hingehört. Das nicht. Das war auch nicht die Kiste. Hier waren die Sachen, glaube ich. Nein, hier waren sie auch nicht. Oh Mann. Also er möchte ein Lagerfeuer. Er möchte... Wollte er auch einen Holztisch? Ich weiß es nicht. Einen kleinen Topf. Mhm. Ja, weiter weiß ich jetzt auch nicht. Und den Kessel halt, aber dafür habe ich jetzt noch keine Sachen, glaube ich. Bin ich nicht sicher. Okay. Oh, er möchte zwei Töpfe. Scheiße. Achso, ich habe die beide ja mitgenommen. Okay, sorry. Der Tisch kommt dahin. Das Lagerfeuer kommt dahin. Der Kessel kommt dann in die Mitte. Ich brauche noch eine Truhe und eine Tür. Eine Truhe und eine Tür. Warte, eine Truhe habe ich nicht mehr. Hier, ich kann eine Tür hier erstmal schon herstellen. Muss ich nicht jetzt so weit laufen. Außer ich kann keine Truhe herstellen. Doch kann ich. Cool. Mache ich gleich noch ein paar mehr. Weil brauche ich ja sowieso. So, dann haben wir das erledigt. Wir müssen jetzt nur noch die Tür hier einbauen. Und die Truhe. Dann haben wir das erstmal schon. Zack. Jetzt brauchen wir diesen Kessel. Ich weiß nicht, wo wir den herstellen können. Ich guck mal kurz. Hobelbank, Kräuterkessel. Ich brauche blau... Tonerde brauche ich. Von wo kriege ich Tonerde her? Okay. Also mir fehlt nur Tonerde. Dann haben wir es. Werden wir angegriffen? Ja. Aua, was greifst du mich an, alter Sack? Das hat weh getan. Ich glaube, ich mache hier so eine Wasserquelle. Oder? Wäre doch voll cool. So ein kleiner Teich. Ja, okay, so übertreiben will ich es jetzt auch nicht. So mit Blumen herum, würde ich mir vorstellen, wäre cool. Ne? Mal ausprobieren. Oh. Zack. Jetzt können wir es wieder nehmen. Jetzt haben wir Wasser. Yay. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, wenn man hier so Wasser hat. Dann müsste man hier Blumen einfach hinpacken. Ich glaube, das würde cool aussehen. Ein bisschen freundlicher hier machen, weil das ist ja nicht gerade sehr schön hier. So wie es hier aussieht. Totaler Tod. Oh, jetzt habe ich das schon wieder falsch hier reingepackt, wie ich gerade sehe. Ich habe ja gesagt, dass ich die Kräuterkram-Zeugs hier reinpacke. Halte ich mich schon wieder nicht dran. Wir haben 17 Stück von diesen gelben. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren, ob ich die hier platzieren kann. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Scheiße! Na gut, hätte ja sein können. Zack. Packen wir mal hier wieder den ganzen Kram rein. Diese Dinger hier brauche ich auch nicht mehr. Zack. Und die Blöcke mache ich auch mal weg. Damit wir ein bisschen Platz haben. Das ist ja furchtbar hier, dieser Platzmangel. Ein bisschen Futter sollte ich auch mal wieder herstellen. Und den Kessel müssen wir machen. Oh, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Spiegelei, yay. Ich muss auch noch einen Raum machen zum Kochen. So eine Küche. Aber ja. Warum hat die jetzt nur ein Ei gemacht? Mach mal mehr hier. Hab Hunger. Yay.
Yummy, yummy. Zack, hat genau gereicht. Sehr schön. Wir müssen jetzt gucken, wo wir Tonerde herbekommen. Und mein Hammer ist auch fast kaputt, wie ich gerade sehe. Tonerde, Tonerde. Es sieht aus, als ob da drüben Tonerde wäre. Gehen wir mal hin. Ist ja noch halbwegs hell. Also dieser Ort hier ist wirklich immer dunkel. Man kann so viel Licht machen, wie man möchte. Ist einfach stockfinster. Okay, ist doch keine Tonerde, oder? Ist nur normale Erde. Okay, dann müssen wir suchen. Ich habe keinen Plan, wo wir das jetzt finden. Müsste aber auch irgendwo bei Erde sein. Ganz normaler Erde. Vielleicht wenn wir uns hier ein bisschen durchgraben. Mein Hammer ist kaputt. Wenn wir uns weiter unten durchgraben, wer weiß. Tonerde, yay, da haben wir es. Hier sind die Schichten. Okay. Das ist Tonerde, so. Machen wir mal noch ein bisschen hier mehr Platz. So. Müsste ja eigentlich reichen, ne? Das ist die Frage, komme ich hier wieder hoch? Ja, komme ich. Sehr schön! So, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen die Blumen so finden. Brauchen wir auch Schleim. Muss ich aber zur anderen Seite gehen. Weil ich brauche blauen Schleim mehr. Hier ist noch Bohnen. Okay. Die greift mich wieder an. Natürlich! Nervt nicht! Scheiß Viecher. Die stressen echt. So. Ein bisschen sammeln hier. Bevor wir zurückgehen. Oh Mann, ey, mein Platz ist ja schon wieder total im Arsch. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Platz bekommen. Eine größere Tasche. Ich glaube, ich kann das schon bauen, aber mir fehlen die Zutaten dafür einfach. Und irgendwo müssen wir noch eine kranke Person finden. Ich sehe das gerade auf der Karte. Und Ines hat uns ja die Aufgabe gegeben, noch eine kranke Person zu finden. Grasland kriegen wir zum ersten Mal. Okay. Oh, scheiße. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Wie werfe ich das weg? Gegenstände. Wegwerfen. Werf mal weg. Ich möchte diese Stöcker lieber haben. Können wir den Kessel eigentlich hier schon herstellen oder fehlen uns die Zutaten alle? Ich guck mal kurz. Ich könnte Heil selber erstmal herstellen. Fackeln. Oh ja, bitte. Mehr kann ich nicht machen. No! Aber einen Hammer wenigstens. Ich mach mal noch einen, uns gehen die ja ganz schön schnell kaputt hier. So. Ich lasse diese Werkbanken hier, oder weiß ich nicht, wie man die nennen soll. Was ich sehr praktisch, wie ich finde. Das Problem ist jetzt, ich habe keinen Platz, wenn ich jetzt blauen Glibber suche. Ja, scheiße. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Am besten das hier. Brauche ich nicht. So, ihr Kleinen. Ich brauche mal Glibber. Das brauche ich jetzt nicht. Scheiße. Ja, der hat mir jetzt ein bisschen, ja. Ich hab jetzt ein bisschen Scheiße gebaut, das Vieh. Und du auch. Gegenstände. Kann ich noch was anderes wegwerfen, außer diese... Ich werfe einfach die Erde weg. Ich habe genug von dem Kram. Das kann man so schnell sammeln, von daher... Die Musik ist immer schön. So, vier. Ich brauche mehr. Also, ich will mehr haben, jedenfalls. So. Oh, da spuckt jemand auf mich. Ey. Scheiß Vieh. Das Problem ist, ich bräuchte noch eine Tür hier irgendwie, weil... Ich komme hier nirgendwo rein. Das ist ja eine Scheiße. Ich habe mir zwar diesen Weg hier gebaut, aber das ist irgendwie auch ein bisschen nervig. Wenn man hier rüber, also hier rüber zu gehen und dann
durch die Tür. Irgendwie bräuchte ich noch eine Tür. Oder so unterirdisch. Ich habe so die Idee, dass ich mir was unterirdisch baue. Hätte ich voll Bock. Das würde hier auch richtig passen. Würde voll cool sein, wenn ich hier unterirdisch irgendwas baue. Da vorne habe ich ja so einen Tunnel schon gemacht. Den müsste ich nur weiter unten machen und hier irgendwie rauskommen. Das wäre richtig cool. Ich glaube, ich mache das sogar. Mal gucken. Ich mag sowas mit unterirdischen Gängen und so. So. Wir müssten das jetzt eigentlich herstellen können. Moment. Hier, Kräuterkessel. Sehr schön. Dann haben wir das auch noch geschafft in diesem Part. Können wir noch irgendwas Cooles machen? Was ich gebrauchen könnte. Ein Topf, Truhe, Töpfe können wir mal herstellen. Habe ich überhaupt Platz? Nee, die liegen jetzt da. Scheiße. So. Dann machen wir zuerst mal mit dem Kessel hier. Bam. Hätten wir auch geschafft. Wir haben seinen Bauplan erledigt. Okay. Dann müsst ihr jetzt gleich... Kräuterküche. Die gehen jetzt alle dahin, freuen sich. Ich packe erstmal die Sachen weg, bevor ihr euch freut. Die Frau braucht endlich mal Gegengekraut. Die stirbt mir hier weg, glaube ich. Das ist natürlich nicht so toll. So, Bauplan. Machen wir mal hier hin. Das machen wir hier hin. Alles so ein Zeug hier. Da. Ach, das ist ja alles nur grün. Ach, warte mal. Das kommt mal hier hin. Ich möchte es gerne sortiert haben, sonst komme ich durcheinander. So. Und Futter machen wir mal hier hin. Wir brauchen echt mehr. Das Essen und Heilkräuter sind hier sehr rar. Müssen wir echt aufpassen, dass wir hier genug finden. So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann quatschen wir mal mit dem alten Mann. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bis dann.